Gibt es dazu erstmal Fragen vielleicht soweit? Und Anmerkungen, bitte. Also es wird jemand sein, der eine gewisse technische Affinität haben muss, gar keine Frage. Das insbesondere, ich schalte nochmal um einmal auf diese textuelle Sprache. Das ist sicherlich etwas, was unmittelbar an Programmierung erinnert und wird bei einem Mitarbeiter aus dem Fachbereich sicherlich auf Ablehnung stoßen. Wir haben vor ein paar Wochen einen intensiven Workshop durchgeführt zum Thema Usability-Verbesserungen. Da arbeiten wir gerade intensiv dran. Das hat eine ganze Menge an technischen Implikationen nochmal hervorgerufen. Unser Ziel ist es, diese Usability so weit zu verbessern, dass dort ein Fachanwender, der in IT-Projekten schon mitgearbeitet hat, eine gewisse technische Affinität hat, in die Lage versetzt, mit so einem Werkzeug zu arbeiten. In der Tat könnte man beispielsweise für so eine Geschichte relativ einfach, sogar teilautomatisiert, einen formularbasierten Editor beispielsweise ableiten. Die Frage ist, was gewinnt man damit und was verliert man damit? Unsere Erfahrung zeigt, wenn man erst einmal sich ein Stück weit an diese Notation gewöhnt hat und die Tastaturkommandos kennt, dann ist man damit enorm performant, weil man Dinge kopieren kann, man kann Template-Mechanismen nutzen, man kann mit Tab durch die einzelnen Eingaben durchspringen. Deswegen denken wir, dass es für solche Schnellerfassungen viel geeigneter ist als irgendwelche Dialoge oder formularbasierte Eingaben oder gar bestimmte grafische Editoren. Gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Da gibt es noch einen Punkt davor. Also es gibt eine Ebene dort drüber, über den Use Cases. Die haben wir hier ziemlich träge. So. Es gibt hier die Möglichkeit, schlicht und einfach auch mit so einer textuellen Notation Requirements zu formulieren. Das ist tatsächlich super simpel. Ein Requirement hat eine ID, hat eine Beschreibung. Ich kann im Requirement solche Labels geben. Das sind Stichworte, wie man das so von Tech Clouds und ähnlichen Dingen kennt. Da kommen noch ein paar Attribute hinzu. Wer ist der Stakeholder? Wie ist eine grobe Aufwandsbewertung? Was ist der Status von so einem Requirement? Und dann kann ich hergehen und in dem Use Case wiederum sagen, dieser Use Case bezieht sich auf dieses oder jenes Requirement. Das ist die Ebene darüber. Wir haben das jetzt in dieses Werkzeug rein integriert, wobei wir in der Praxis davon ausgehen, dass dieser Teil entweder Excel-basiert oder in strukturierten Word-Dokumenten vielleicht gemacht wird oder gar Werkzeuge wie beispielsweise Jira oder andere Task-Management-Tools dafür verwendet werden. An der Stelle bieten wir einen sogenannten Tracepoint-Provider an. Das ist auch aus dem Eclipse-Projekt, aus dem Eclipse-RMF-Projekt in dem Fall. Das funktioniert auf Basis von dem Mylin-Projekt. Framework. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, über Mylin eine Connectivity herzustellen zu einem Jira-Task meinetwegen und den zu mappen auf eine Menge von Use Cases beispielsweise. So dass es dann praktikabel ist, sozusagen jemanden vom Fachbereich vielleicht mit Jira oder einem Excel arbeiten zu lassen und die Verknüpfung in dieses Werkzeug über diese Schiene zu machen. Sodass man aber trotzdem eine durchgängige Nachverfolgbarkeit hinbekommt, Reports sich erzeugen kann und so weiter. Wir haben einen Beispiel-Report gerade gesehen, diese Spezifikation. Wir verwenden dort Eclipse Bird. Wer von Ihnen kennt Eclipse Bird? Mal gehört.
Eclipse BERT ist ein Reporting-Framework, ja, ganz grob vergleichbar mit so Tools wie Crystal Reports, Oracle Reports, solchen Werkzeugen. Es gibt einen grafischen Designer, mit dem man solche Dokumentvorlagen erstellen kann. Und dann kann man Abfragen definieren, die dann eben dieses Dokument dynamisch befüllen. Und diese Basistechnik erlaubt es ziemlich leicht, eigene Reports dort hinzuzufügen. Also Dinge, die auf der Hand liegen, sind zum Beispiel Schätztabellen oder Testpläne und solche Sachen. Einfach automatisiert aus so einem konsistenten Use-Case-Modell solche Dinge zu erzeugen. Wir haben noch ein weiteres Produkt in unserem Portfolio, nennt sich Yakindo Bridges. Dahinter verbergen sich Adapter zu allen möglichen Drittwerkzeugen. Andere UML-Werkzeuge sind dabei. Also wir haben zum Beispiel einen Adapter zum Enterprise Architect. Man könnte die UML-Metainformationen auch in diese Sprache entweder über eine Transformation, wenn Sie das wollen, oder vielleicht wollen Sie auch Teile weiterhin in Ihrem UML-Werkzeug modellieren und nur mit dieser Sprache darauf referenzieren können. Also vielleicht haben Sie statt dieses gerade gezeigten Entitätenmodells schon ein bestehendes UML-Klassendiagramm, möchten aber gerne in Ihrer Use-Case-DSL oder in Ihrer Requirements-DSL auf dieses Klassendiagramm, also auf die Objekte aus dem Klassendiagramm referenzieren. Dann würde das über so eine Bridge funktionieren und die Elemente aus einem Enterprise Architect beispielsweise würden hier bekannt gemacht. Andere Werkzeuge, die wir integriert haben, sind Tools für BPMN-Modellierung. Activity ist da eins, was wir integriert haben. Das war recht naheliegend, weil das auch Eclipse-basiert ist und zur Speicherung der Modelle die gleichen Technologien verwendet wie wir. Das ist eigentlich eines einer der wesentlichen Vorteile von diesem Werkzeug. Wir planen zwar es als Boxprodukt für einen kleinen Preis zum Download sozusagen allen Interessierten zur Verfügung zu stellen, aber der richtige Mehrwert liegt darin, dass die Eclipse-Plattform darunter eben eine weite Anpassbarkeit und Integrierbarkeit mit fertigen oder vorhandenen Werkzeugumgebungen erlaubt. Wir gehen davon aus, dass eben unsere Kunden oder die Pilotkunden, die wir bisher haben, die tun auch genau das, dass die eben dieses Werkzeug integrieren mit UML-Werkzeugen oder mit anderen Modellierungswerkzeugen beispielsweise. Ja, tun wir. Also wir haben damit begonnen, das Werkzeug selber mit dem Werkzeug zu spezifizieren. Das war eine interessante Erfahrung für mich. Ich habe innerhalb von 2,5 Stunden 50 Use Cases damit spezifiziert, in einer ziemlich vollständigen Form. Und da ist ein 25-seitiges Dokument in der kurzen Zeit rausgeputzelt. Also wir sind uns bewusst darüber, dass wir noch ein paar Usability-Verbesserungen machen werden oder machen müssen. Es gibt zum Beispiel, momentan sehen Sie hier links diesen Standard Project Explorer von Eclipse. Da tauchen eben Dateien auf. Da wird es einen Yakindo Requirements Explorer jetzt in der nächsten 0.8er Version geben. Und mit diesem Explorer kriegt man einen etwas besseren Überblick, wo stehe ich gerade, wie viele Use Cases sind schon begonnen worden, welche sind noch in einem Rohzustand, dass sie vielleicht auch gar keinen Basisablauf enthalten und solche Dinge eben. Sagen Sie ruhig mal, was Ihre Meinung dazu ist. Können Sie sich vorstellen, sind Sie Entwickler oder sind Sie aus dem Bereich Anforderungsmanagement, das zu verwenden? Ich komme aus dem Logistikumfeld, ja. Dass man also gerade dort, wirklich irgendwo als Lagerleiter oder Logistikleiter da stehen. Und ich habe immer das Problem, dass wenn wir denen irgendwelche Sachen zeigen, dass sie die dann zwar sehen, aber wie Sie sagten, die kommen mit den Werkzeugen. Was zeigen Sie denen? Also ich bin es so gewohnt, dass man dann in einem Workshop sitzt und vielleicht denjenigen interviewt und mit einem UML-Werkzeug versucht, die Dinge, die derjenige äußert, aufzuschreiben. Ja, im Grunde genommen läuft das so auch ab, wobei man dann ganz schnell zu Prototypen kommt, weil das ist eigentlich das Einzige, was er dann versteht.
Ja. Ja, weil selbst wenn man da Upload hat und der sagt, das ist alles wunderbar, ich habe manchmal das Gefühl, die sagen, wunderbar sind sie schnell weg.